Ob Rollstuhl oder Auto, Maßanfertigung ist häufig unausweichlich für Menschen mit Behinderung. Kein Amputationsstumpf ist wie der andere, keine körperliche Einschränkung gleicht der anderen wirklich 1:1. Hans-Jürgen Westbrock hat darum sein Sportgerät selbst gebaut. Nach einer Skiprothese und einigem Probieren nun auch eine Inline-Skate-Maßanfertigung, mit der er Rollschuh-Marathon läuft. Gleich zwei gute Beispiele für ein selbstbestimmtes Leben mit Behinderung. Sport muss sein und Sport hat viele Ausprägungen dort, ob es jetzt Rugby ist mit einer brutalen Direktheit bis hin über Basketball und Tischtennis bis hin dann zum Tanz. Das ist vielfältig und das bereichert natürlich eine Veranstaltung wie diese in enormem Maße. Die Reha-Care in Düsseldorf macht es sich zur Aufgabe, Dialog und Technik anzubieten. Politik trifft Betroffenenverbände, pflegende Angehörige treffen Profis. Immer im Fokus das komplett selbstbestimmte Leben für jeden Menschen. Die Beratung ist auf jeden Fall hier vor Ort durch die verschiedensten Gruppierungen zu den verschiedensten Problemen der Behinderung oder die Behinderungen mit sich bringen. Und insofern ist es zumindest am Anfang ein idealer Anlaufpunkt, um sich hier zu orientieren und von hier aus dann weiter die Recherchen zu erweitern. Beim Sitzvolleyball ist Inklusion bereits gelebt. Es dürfen auch sogenannte Fußgänger mitspielen, ob jung oder alt. Sport auf Augenhöhe also. Das ist die durch die UN-Behindertenrechtskonvention gestellte Aufgabe. Nach der Reha-Care sind alle Betroffenen der Lösung ein kleines Stück näher.